Vor knapp 2 Wochen hatte ich euch ja den Gunbelt, Waffengürtel, der Firma Core Essentials gezeigt. Ich hatte nun 2 Wochen Zeit, in etwa, diesen Gürtel tatsächlich auch mal im Live-Betrieb am Körper zu tragen. Natürlich nicht beim Führen einer Schusswaffe oder anderen Gegenständen, aber einfach nur, um zu sehen, wie praxistauglich beim normalen täglichen Tragen ist denn dieser Gürtel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich begeistert davon. Er ist weg hier von diesem Thema Competition Rig, sondern er ist tatsächlich ein, ich sag's jetzt mal, EDC-Gürtel, Everyday Carry-Gürtel. Einer der Vorteile ist ganz einfach, dass dieser Gürtel sehr steif ist. Er ist sehr verwindungssteif, er biegt sich nicht durch. Und durch dieses Konzept mit dieser Trackline-Schließe, mit dieser wie eine Art fast schon grobporigen Klettverschluss, hat man die Möglichkeit, den Gürtel tatsächlich punktgenau an die körperlichen Gegebenheiten anzupassen. Wie ich es bei dem Tactical-Gürtel erwähnt habe, sind Dinge wie zum Beispiel Essen und Trinken Einflüsse, die den Umfang des Gürtels minimal verändern können. Ich habe mir aus den USA 2 andere Gürtel mitbringen lassen, unter anderem einen Duty Belt aus Leder mit einer normalen Schließe. Und genau da ist das Problem, wie ich es wieder festgestellt habe. Habe ich ein Loch zu viel? Ist es zu eng? Mache ich ein Loch weiter vor? Ist er schon wieder zu locker? Und genau das ist eigentlich das Problem mit einem Traditionsgürtel, mit einem normalen Gürtel mit Löchern für die Schließe. Wir haben jetzt hier, ich zeige es euch nochmal aus der Nähe, ne, wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Wir haben jetzt hier anhand des Tactical, sehen wir hier diese über 40 Rastpunkte. Und die haben einfach den riesen Vorteil, Moment, sind ja Männlein, also Schließe bitte nach links, er geht geradlinig durch und ihr hört, wie oft dieser tatsächlich einklickt. Und er hält. Er hält wirklich bombenfest. Und ich finde das echt eine sehr, sehr angenehme Art, einen Gürtel zu tragen. Ein weiterer Vorteil ist, dadurch, dass der Gürtel geradlinig durch die Schließe geht und sich nicht irgendwie verbiegen muss, weil ich dort mit einem Stab durch die Löcher muss, knickt der Gürtel auch nicht. Das heißt, er hält auch länger. Das sollte man vielleicht auch ein ganz klein wenig bei so etwas mit bedenken. Ich hatte euch ja auch schon gesagt, ich habe noch den 2. Gürtel von Core Essentials bekommen, und zwar aus Leder. Und das hier ist jetzt, sage ich mal, ein typischer Style-Gürtel, den wir zum Beispiel bei einem Anzug tragen. Und wie ich auch in dem ersten Video gesagt habe, ich sehe diese Gürtel nicht unbedingt tatsächlich im sportlichen Bereich, sondern hier sprechen wir tatsächlich über die Personen, die von Berufswegen zum Beispiel Waffen führen müssen oder Ausrüstungsgegenstände führen müssen. Das können Personenschützer sein, das kann aber auch jemand sein, der privat eine Schreckschusswaffe führt, aber auch diejenigen, die vielleicht zivil eine Waffe und privat eine Waffe führen dürfen. Gibt es zwar wenig, aber es gibt sie. Und je steifer ein Gürtel ist, desto besser und enger liegt die Waffe letzten Endes am Körper an. Das heißt, dieser Gürtel hier ist von der Breite her, von der Optik her, tatsächlich für das Tragen an einem Anzug oder einer Tuchhose oder wie auch immer gedacht. Angelegt wird dieser Gürtel wie jeder andere Gürtel auch. Ich habe ihn schon an meine Größe angepasst, das wollte ich jetzt nicht nochmal vorführen, hatte ich ja schon erläutert. So, und ihr seht, wir ziehen es einfach hier durch. Und schon kann ich den Gürtel so anpassen, wie ich es gerne haben möchte. So, gehen wir jetzt hin und wir möchten eine Waffe dranhängen. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Paddleholster von der Firma Phobos für meine CZ-75. Jetzt gehen wir einfach hin. Und ihr seht, die Waffe hängt echt top hier drin. Es ist noch ein bisschen steif, es ist ein nagelneues Holster. Ist auch nicht unbedingt für die alte CZ-75 gemacht, sondern für die CZ-75 Transitional aufwärts von der Jahreszahl her. Aber ihr seht, es bewegt sich hier, selbst bei einem straffen Holster, bewegt sich hier im Bereich des Gürtels rein gar nichts. Und es ist sehr, sehr komfortabel. Wir gehen jetzt weiter und nehmen noch eine Doppelmagazintasche, ebenfalls von der Firma Phobos.
freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Firma Phobos-Holster.de aus Berlin. Vielen Dank dafür. Ihr seht, es bleibt alles sehr eng und kompakt. Ich habe jetzt hier die Waffe tatsächlich in dem eigentlichen seitlichen Bereich, dieses 3 Urt führen. Können Sie ein bisschen weiter hinten, vielleicht ein bisschen weiter vorne. Aber ihr seht, es funktioniert wunderbar. Auch das Thema Magazine ziehen geht wunderbar. Und genau dafür sind diese Art Gürtel, diese steifen, harten Gürtel, tatsächlich gemacht. Ein weiterer Punkt, wofür genau diese Gürtel eigentlich gemacht sind, ist das Thema IWB, Inside the Waistband, das heißt Innenbundholster. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ich das jetzt Appendix haben möchte, also hier vorne, oder ob ich es hier hinten haben möchte. Ich habe hier ebenfalls von der Firma Phobos ein Innenbundholster, passend für eine Glock 17. So, wir lösen jetzt einfach nur ein bisschen den Gürtel um ein paar Klicks und habe dann genug Platz geschaffen, um jetzt, und das ist das, was so richtig gut funktioniert mit dieser Trackline-Schließe, und habe hier ruckzuck ein Innenbundholster, das richtig sauber passt. Ja? Und es ist bombenfest. Und das ist das, worauf es letzten Endes auch bei dieser Trageweise kommt. Die Hose und der Gürtel müssen an Ort und Stelle bleiben, damit ein vernünftiges, schnelles und effizientes, sicheres Ziehen ermöglicht wird. Je weicher und lockerer der Gürtel ist, desto schlabberiger wird das ganze Ding und desto unsicherer wird es. Und es trägt auch mehr auf, weil irgendwann durch dieses sogenannte Sag die Waffe anfängt zu kanten und sie beugt sich zum Beispiel nach außen, weil einfach der Schwerpunkt verlagert wird und zum Neigen führt. Und das ist das, wenn man halt teilweise sieht, wenn die Leute hier die verdeckt führen, wenn es sich halt immer schön so fett ausbeult. Sieht nicht gut aus und nimmt eigentlich den ganzen Vorteil eines verdeckten Führens weg. Ihr seht also, dieser Gürtel macht durchaus Sinn. Ich finde ihn ganz toll und ich glaube, es waren $53,95. Plus 18 Dollar Versandkosten, was ein absolut fairer Preis ist, gibt es nicht. Lasst euch bitte nicht irritieren. Unter Amazon.com gibt es zwar Core Essential Gürtel, das sind aber nicht die Waffengürtel. Das sind normale Kleidungsgürtel. Also nicht verwechseln. Diese Waffengürtel, Gunbelts, gibt es nur derzeit bei Core Essentials direkt in den USA. Wie gesagt, 18 Dollar Versand, das ist ein fairer Preis und es war innerhalb von 14 Tagen war das da, ohne dass ich Zoll in irgendeiner Form zahlen musste. Es ist durch das Zollbüro gegangen, aber das wurde alles geregelt. Finde ich eine super tolle Sache. Und beim Angeben des Gutscheincodes GUNVLOG10 kriegt ihr noch 10% auf egal und wie viel ihr dort kauft. In diesem Sinn, macht's gut.